Kitzelbärchen ins Ohr und Pingelingeling erstmal, ne? Kirmes im Kopf ist das Wichtigste und deswegen waren wir sonst. Ja, wieder offenes Bier, ne? Weil er hat schon wieder viel gefilmt und viel gemacht und viel getan. Heute, am heutigen Sonntag, ne? Da kommen ja immer Reviews am Sonntag, ne? Heute habe ich mir aber gedacht, wir machen das mal ganz anders. Wir verbinden das mit einem Unboxing, weil ich habe ein schönes Paket von Gorilla Panik bekommen. Ich denke mal, die werden wollen, dass ich eine Platte reviewe. Und das tue ich natürlich auch sehr gerne. Und die wird in diesem riesigen Paket drin sein. Und dann dachte ich mir, wir verbinden das so einfach mal mit einem Unboxing. Ne? Klappen wir das hier um, machen wir mal auf. Und na hallo. Was ist denn da schön? Oh, meine Güte. Ich fange erst mal hiermit an. Geil. Ein Hoodie. Also ein Zipper. Und der sieht geil aus. Hier ist so schön das Gorilla-Panik-Logo vorne drauf. Und dann hinten auch nochmal. Da gehen wir nochmal in die Zauberkugel, ne? Und ziehen den direkt an hier. Pring! Da sind wir schon wieder. Ja, schön. Sitzt, wackelt, hat Luft von Gilden. Sehr schönes Ding. Weiß nicht, für was sie das verkaufen. Aber ihr könnt das sicherlich auch bei denen bestellen. Und dann haben wir nochmal ein T-Shirt in L, ne? Die wissen meine Größe. Da haben sie wahrscheinlich aufgepasst, ne? In den Videos. Müssen wir auch mal aufpassen. Ihr müsst auch mal aufpassen in den Videos, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. So, was haben wir hier? Auch das gleiche Logo nochmal hier, schön. Gorilla Panik. Ja, werde ich dann, oder werdet ihr dann wahrscheinlich in zukünftigen Reviews mal sehen. Wir haben aber noch ein, verdammt, wir haben noch ein T-Shirt drin. Ein weißes. Oh, ich trage ja so oft weiß. Aber, da ich ja dann schon das schöne Schwarze habe, würde ich mal sagen, wandert das wieder in die Verlosungsbox, die ihr ja immer noch gewinnen könnt und die immer größer und immer voller wird. Das ist aber, das zieht sie noch, ne? Es muss ja einen speziellen Moment geben in meinem Leben, wo ich mir denke, das verlose ich jetzt. Ach ja, ich trinke jetzt gar nicht hier raus. Und wisst ihr auch warum? Zeige ich euch. Guck mal, was hier ist. Gorilla Panik Bier. Eigentlich ist es 5-0er, aber die haben einfach einen Aufkleber drüber gemacht. Aber ne, Festivalsaison ist vorbei, scheißegal. Schalala, lalalala. Machen wir mal Pingelingeling mit dem Gorilla Panik 5.0 oder 5,0 Bier, ne? Cheers. Ping. Ja, vielen Dank dafür. Ihr wisst ja, ich trinke ja gerne Bier, ne? Und oh, wir haben noch Bierdeckel. Und nicht ein, zwei. Dann nehmen wir mal auch nochmal zwei an der Seite. Kommt auch in die Verlosungsbox. Und die hier behalte ich. Ja. So, und dann haben wir noch, oh ja, CDs, CDs, CDs. Und nicht eine, nicht zwei, nicht drei, fünf CDs. Also fünfmal die gleiche, ne? Könnt ihr hier sehen. Gorilla Panik. M1, M2, M3. Gorilla Panik steht hinten auch drauf. Und da hören wir jetzt mal rein, weil in dem Ding sind ja noch ein paar Aufkleber drin. Ach ja, machen wir auch mal hier für die Verlosungsbox. Plingelingeling, ein paar rein. Und noch mehr Bierdeckel. Da können wir noch ein paar mehr in die Verlosungsbox machen. Ne? Die kommen dann auch noch da rein. Zack, und noch eine CD kommt auch noch in die Verlosungsbox rein. Meine Güte, die wird richtig voll und die wird richtig schwer. Und wir hören jetzt mal in das Gorilla Panik Album rein. 101% Ultra Fast Grind Cover. Okay. Dann hören wir da jetzt mal rein, dann beam ich mich mal weg. Und dann sehen wir uns gleich hier am Schnittpult, ne? Ein paar Sekunden später. Haha, Pingelingeling, da sind wir. So, ching. So, jetzt sind wir wieder hier am Hörgerät, ne? Und weil ich ja immer noch keinen CD-Player habe, aber hören wir uns das über Bandcamp an. Ich habe auch eben falsch gelegen. Das heißt gar nicht 101% Ultrafast Grind Cover. Das heißt Ape Destroyer, das Album. Ja, okay. Und es hat ganz viel mit Affen zu tun. Hören wir mal in Song Nummer 1 rein. Die sind auch sehr kurz alle, ne? 1 Minute 24, der kürzeste ist 18 Sekunden. Ja, so muss Grindcore. Richtig schön, kurz, knackig. Monkey Madness, da hören wir jetzt mal rein. Ich bin sehr gespannt. So. Ja, es ist sehr klassisch. Es ist ein sehr klassischer Auftakt. Hier, das Video, was ihr gerade seht, während ich laber, was läuft. Das habe ich sogar tatsächlich mal live gefilmt auf dem Death Feast, war das genau. Aber es ist schleppend erstmal, ne? So fast so wie so ein Grind-Auftakt.
Dün, 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 dün. Und die nennen sich echt nur M1, M2, M3. Ja, und jetzt halt, ne, Grindcore. Schepper, 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 schepper. Da scheppert das Bier hier, habt ihr ja eben gesehen, ne, das Gorilla Panic 5.0 Bier auch nochmal richtig rein. Bingerlingerling. Die kommen übrigens aus Oldenburg. Das ist gar nicht so weit weg, glaube ich, vom Jörg von Soundlodge, ne? Hier oben, von oben. Aber ich mag die Nordlichter, die sind immer cool. So, die gibt es auch schon seit 2013, also 10-jähriges Jubiläum. Hey, vielleicht habe ich ja euer 10-jähriges Jubiläumsvideo gemacht jetzt. Who knows, ne? Seit 2013, jetzt haben wir 2023. Ja, okay. So, das war der erste Song. Jetzt machen wir hier Ape Carnaveral. Carnaveral. Ja, ey. Das ist, ja. Ja, Grindcore. Also ohne Schnörkel, ohne irgendwas. Roh produziert, richtig schön roh produziert. Wo ist das denn produziert? All Songs and Lyrics written by Gorilla Panic, recorded 2018 schon. Oh, bei Gorilla Panic, bla bla, Mixed Master bei Daniel Mainzer auf Wretched Noise Studio. Sagt mir so nix. Oh, der Stoffel von Jakobsee macht er mit. Grüße gehen raus an den. Auf Saunaquatscher macht er mit. Ja, da müssen wir jetzt mal reinhören, ne? Saunaquatscher ist auch ein schöner kurzer Song, geht 58 Sekunden. Ja, sorry, da muss ich jetzt skippen hier. Los, mach mal hier, Saunaquatscher. Also für so einen kurzen Song hat er einen ganz schön langen Auftakt. Ja, jetzt. Sehr, 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 sehr geil. So, ja, was könnt ihr denn kaufen hier? Ich gucke ja jetzt gerade auf Bandcamp. Kann ich euch gleich mal sagen, was ihr kaufen könnt. Also, das Album als Download gibt es für 3 Euro. Das ist ja schon mal nicht viel, ne? T-Shirt 15 und das Package Ape Destroyer CD. Gorilla Panic Logo Shirt in weiß, habt ihr gerade gesehen. Bierdeckel, Sticker, Pin für 15 Euro. 15 Euro? Tatsache. Okay, also, ja, ey. Das ist schon ein Punkpreis, ne? Es gibt es aber auch nochmal als Kassette. Die kostet 6 Euro, was ich auch noch sehr fair finde in heutigen Zeiten. Ja, früher hat man Kassetten mal für einen Fünfer gekauft, ne? Und die CD nur ein Fünfer. Also, ey. Vertut euch nichts, ne? Und ich habe hier halt, ach, guck mal hier, wie kann das denn passieren? Durch das schwarze Loch, das ich ja gerade beam sache, ne? Da passiert immer so viel mit Gehen. Ach, das war der 18-Sekunden-Song. Sergeant G heißt der. Rotten Truth kommt als nächstes. Aber jetzt nochmal hier zu dem T-Shirt, ne? Wenn man sich so beamt, ne? Da können die Gene auch nochmal so ein bisschen vertauscht werden. Vielleicht hatte ich meine Hand kurz auf dem Paket das, oder auf dem T-Shirt das so angezogen. Aber guck mal hier, es sieht doch schön aus, ne? Kann man doch machen. Auch hier mit den Noise-Symbolen drin und so. Das finde ich sehr, sehr cool. So, Rotten Truth. Das ist der längste Song mit 2 Minuten 10. Es ist Geschepper. Es ist halt heilloses Geschepper. Grindcore, schnell, da tropft der Schweiß die Decke runter, wenn die im Club spielen und die Leute da alle im Moshpit zirkulieren oder vielleicht auch mal Stage-Diving machen, aber nicht an den Sack packen, klingelingeling. Ja, macht Laune, ne? Und da wird sich auch hier, machen wir den letzten Song an hier, Ape Slave, 8 Songs sind übrigens drauf. Da wird sich der letzte Song wahrscheinlich auch nichts mit vertun. Ja, da geht's auch wieder ab hier. Der Markus am Schlagzeug, der hat mir das Paket geschickt. Vielen, 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 vielen Dank dafür nochmal, weil ich habe nämlich aktuell nicht mehr so viel Bier zu Hause, weil ich zu faul war oder vergessen habe, Flaschenpost zu ordern. Deswegen sind die 4 Dosen, da waren 4 Dosen drin, die 4 Dosen genau richtig, um den Abend nochmal zu bestreiten. Hingelingeling, vielen Dank. Ja, Gorilla Panic mit Ape Destroyer. Zieht's euch vielleicht mal rein, wenn ihr auf Grindcore steht, ein bisschen robuster und holziger zu Werke gehen wollt, seid ihr da genau richtig, an der richtigen Stelle. Das ist ja Grindcore, wie er für mich sein muss, ne?
gar nicht viel rumgeschnacke, mal ein bisschen Luft holen und dann wieder richtig reingeschippert, da der Scheiß. Räudig produziert, fett, aber räudig produziert, ganz wichtig. Und ja, kann ich jedem ans Herz legen, der auf so eine Art von Musik steht. Mit diesen Worten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was, richtig, nochmal schön am Rad, am Grindcore-Rad drehen und abschalten, ne? Abschalten, 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 abschalten.